Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir im Lager der Railroad sind und Deacon ist ja schon fleißig am Zentralrechner von Pam. Wir wollen natürlich auch mit Pam reden und wir wollen natürlich auch hier an den Rechner. Deswegen schauen wir hier mal nach. So, Zugriff auf Aufzeichnungen. Zugang als Railroad Alpha bezeichnete Person beschränkt. End Token. Tut mir leid. Einen schönen Tag noch. Okay. Neueste Prognosemodelle. Zugang. Okay. Wir dürfen hier gar nicht dran. Dann auch okay. Pam? Pam! Verarbeite. Agent. Volltreffer. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Nicht vorhergesehen? Was meinst du mit war nicht vorgesehen? Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam, prädiktive Analysemaschine. Für die Railroad arbeiten? Arbeitest du für die Railroad? Ja. Meine Ziele und die Organisation Railroad weisen einen hohen Grad an Korrelation auf. Sie liefern Daten. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Die Zukunft sehen? Du siehst in die Zukunft? Das ist das primäre Ziel dieser Einheit. Vorsicht! Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Wie ungenau? Wie ungenau bist du denn? Je kleiner die Gruppe und je größer der Zeitraum, desto ungenauer werde ich. Aber alle Vorhersagen werden durch das menschliche Element beeinflusst. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist ihr Ursprungsort? Vault 111. Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Was? Pam. Rekalibriere mit neuem Datensatz. Okay, sie redet nicht mehr mit uns. Hätten wir was anderes wählen sollen? Ich weiß es nicht. Wir reden mal mit den weiteren Personen, denn wir haben hier noch weitere Personen. Mit Dr. Carrington zum Beispiel. Simone hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Wir reißen den mal aus dem Schlaf. Auch wenn er sehr langsam aufsteht. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Der ist ja herzerwärmend. Zweifelst du an mir? Was meinst du vielleicht, ich schaffe keinen gefährlichen Auftrag? Die Gefahr ist mir egal. Du hast beim Switchboard bewiesen, dass du damit fertig wirst. Ich hoffe nur, bei der Mission musst du nichts über Synths oder unsere Vorgehensweisen wissen. Da kennst du dich nämlich noch kaum aus. Will ich auch, glaube ich, gar nicht. Hier, um zu helfen. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Toter Briefkasten? Was ist ein toter Briefkasten? Ach, scheiße. Ich wusste doch, dass ich vergessen hatte, dir was zu erklären. Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Freundlich stimmen. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Leere den toten Briefkasten. Hey, Doc.
Unglaublich, dass Des dich unserem Hauptquartier zugewiesen hat. Ungewöhnlich? Ist das wirklich so ungewöhnlich? In all meinen Jahren ist noch niemand direkt ins Hauptquartier gekommen. Dass du uns gefunden hast, war ungewöhnlich. Aber eigentlich solltest du nicht hier sein. Es geht nicht um Kompetenz, sondern ganz einfach um Sicherheit. Sicherheit? Und wie beeinträchtige ich eure Sicherheit? Egal, was Deacon sagt, wir kennen dich nicht. Deine Vertrauenswürdigkeit steht also zur Diskussion. Und bevor jemand ins Hauptquartier kommt, hat er normalerweise Jahre im Einsatz verbracht. Aber du kennst unsere Abläufe nicht, unsere Protokolle. Da du jetzt einer von uns bist, können wir dich auch am Leben halten. Wenn du verarztet werden musst, komm vorbei. Du bist Doktor? Was für ein Doktor bist du? Das muss wirklich nicht jeder wissen. Ich versichere dir aber, ich kann alle Krankheiten und Wunden behandeln, die bei dir auftreten könnten. Ein guter Rat noch. Sei bereit zu improvisieren. Die Einsatzbefehle sind mitunter etwas sparsam. Im Schmeicheln. Du bist offensichtlich einer der Intelligentesten hier. Was meinst du damit? Dass Desdemona Leute begeistern kann, daran zweifelt niemand. Strategie ist aber nicht unbedingt ihre Stärke. Desdemona ein Problem? Ist Desdemona denn wirklich ein Problem? Nicht so wirklich, da es vielleicht bessere Lösungen gibt. Beim Planen einer Mission kann professionelle Distanz von unschätzbarem Wert sein. Von dir? Und das kommt von jemandem wie dir. Als rangmäßig dritthöchstes Mitglied unserer Organisation habe ich die Ehre, an der Planung unserer Missionen teilzunehmen. Aber mein Rat wird nicht immer befolgt. Konzentrier dich auf das Ziel. Alles andere ist nur Ablenkung. Viel Glück. Hey, Doc. Ich schätze, du bist hier, um dich verarzten zu lassen. Dann schauen wir doch mal, was heute los ist. Kein Interesse. Jetzt gerade nicht. Also gut. Okay, wir hätten mit denen jetzt handeln können. Egal, ich mag den nicht. Wir haben gerade viele Sünds im Spiel. Ich kann den nicht leiden, aber gut, ich muss den ja auch nicht unbedingt leiden können. So überhaupt gehen. Tja, ich kann so gehen. Jetzt haben wir hier noch den Trommel-Tom. Nee, Tüftel-Tom. Wenn man Zins aus dem das war der Trommler, genau. Chloe, haben wir schon geredet mit ihr? Du bist niemand. Du bist Tüftel-Tom und du bist ein Agent. Hi. Ich glaube, der war das, der einen auch so unendliche Aufträge gibt. Oder war das der Carrington? Ich weiß es nicht. Irgendwas sowas habe ich gelesen. Irgendwas mit so Sendern. Hurra, wir sind insektenfrei. Ich habe eine Sensorabtastung durchlaufen. Jeden Test, den Des erlaubt. Kompletter EMF-Scan, Test auf biologische Stoffe und andere hochentwickelte Sicherheitschecks. Laut Abtastung beobachtet das Institut dich oder uns nicht. Aber die Tests lügen, Mann. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Im Ernst jetzt? Fragst du ernsthaft, ob ich Lebensmittel esse? Die Lebensmittel da draußen sind gefährlich. Verseucht. Daher baue ich mein eigenes Essen an. Regeneriertes, sauberes Wasser. Nährstoffe aus der Gegend. Ich nehme nichts zu mir, was ich nicht gesehen habe. So. So bleibt man sicher. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Ich glaube, der hat eindeutig einen an der Klatsche. Deswegen auch diesen komischen Helm. Blut? Sie sind in meinem Blut? Natürlich nicht. Tom, wir haben die Tests durchgeführt. Gründlich. Wir haben rote und weiße Blutkörperchen sowie Thrombozyten gefunden. Und das macht dich überhaupt nicht misstrauisch? Die Ergebnisse waren zu perfekt. Zu vorhersehbar. So täuschen sie dich. Ist das möglich? Könnte das Institut das wirklich hinkriegen? Alle sagen, Tüftel-Tom ist verrückt. Bis ich recht habe. Man muss wissen, dass diese Institutswissenschaftler uns um Jahrhunderte voraus sind. Die arbeiten wie verrückte kleine Bienchen, die sich den abgefahrensten Kram ausdenken. Nicht vergessen. Im Blut. Okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Zutaten? Was ist in der Spritze? Da wären Algen, eine leckere Bakterienkultur und ein kleines bisschen Batteriesäure. Aber wir müssen die Dinge halt aus dir rausbrennen. Das ist ein Kaltstart deines Systems, Mann.
Ich speichere mal Spritze verabreichen. Der Typ hat eindeutig einen an der Klatsche. Nicht nur einen. Yeah, so gefällt mir das. Deacon hat das gefallen. Jetzt ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Was machst du? Die Spielzeuge, die ihr Agenten im Einsatz benutzt, stammen von meinen Jungs und mir. Wir denken unkonventionell, Mann. Man muss echt kreativ und verrückt sein, um diese Institutseierköpfe abzuhängen. Geht das nicht so gut? Von ihren ganzen Geheimprojekten will ich gar nicht erst anfangen. Also, ich habe so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Wir sind fast tot. Danke, du Idiot. Egal, wir haben genug Simpacks. Die ganze Zeit, während wir mit dir geredet haben, die Leute hier gegen jegliche Gegenstände gestoßen. Hi. Brauchst du irgendwas? Auf Lager. Hallo? Bleib doch mal stehen. Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen Ressourcen an. Wir haben alles verloren, als im Switchboard die Lichter ausgingen. Hoffentlich findet ihr Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ich hab? Zeig mal, was du da hast. Hier kriegst du alles, mein Freund. Das will ich erstmal sehen. So, wir können auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeug verkaufen. Das tut uns erstmal ganz gut, vom Gewicht her sowieso. Vertibird-Signalgranaten behalten wir. Institutpistolen. Der Pershing. Also des Pershings, Lasergewehr. Aber ist auch nicht gut. So, das kann alles weg. Das kann auch weg. Das kann ebenfalls weg. So, dann haben wir hier noch Chemikalienanzug, Gasmaske mit Brille, Red Hirschleder Outfit, sauberer Anzug, saubere cremefarbenes Kleid, das kann weg. Ich brauche ja eigentlich alles vorzulesen hier. Machen wir einfach mal den ganzen Kram weg, den wir nicht brauchen. Das kann er sich so nicht mehr leisten, aber gucken wir erstmal. Munition hat er am Start. Dann hat er noch mehr Munition am Start. Oh, der hat sogar relativ viel Munition am Start. Hat er denn vielleicht irgendwie sowas wie gute Waffen, die wir gebrauchen könnten? Tüfteltom Spezial. Erhöht die Präzision, aber AP-Konten, naja, nicht so gut. Ja, dann nehmen wir das an und ciao. Sind wir jetzt immer noch überladen? Anscheinend nicht mehr, aber wir müssen es immer noch machen. Wir haben einen Rückstand an Zyns abzuarbeiten. Schaffen wir sie aus dem Commonwealth. In die, Sicherheit. Deacon, zapp ich die auch rum? Desdemona. Das ist nicht die dunkelste Stunde der Railroad. Wir werden es schaffen. Okay, also haben wir nur den einen Auftrag von dem Carrington. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wo war der Ausgang? Da kamen wir rein. Der Ausgang war hier. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Daten. Boston bei Nacht. Leere den toten Briefkasten. Allein? Das machen wir mal. So viele Hauptcharaktere gibt es ja gar nicht. Ist aber auch mal ganz gut, dann haben wir auch nicht so viel zu quatschen. Obwohl, wir sind jetzt schon bei 13 Minuten, fast bei 14 Minuten. Gab also schon viel Gequatsch. Aber jetzt haben wir mit allen geredet, wir haben alles gelesen, was wir lesen konnten. Das waren dann jetzt erstmal die Personen der Railroad. Das ist der Notausstieg. Da lohnt sich nicht mal das Aufheben, Boss. Sieht mir aber nicht sehr sicher aus hier. Mit Myrlux oder Ghoul oder sowas sein. Und hier schicken die uns durch. Naja, wir kämpfen uns so oder so den Weg frei. Und finden dabei noch ein bisschen Loot. Und Loot tut uns wie immer sehr, sehr gut. Hier haben wir noch ein Terminal. Das entsperren wir gleich mal. Nö, das auch nicht. Und, okay, gut. Dann erneut. Nein. Nee, dann machen wir hier nochmal eins weg. Das wär's. Ja. Sicherheitstürfernsteuerung. Türe öffnen, Magnetschloss, das dauert wieder einen Moment. Na komm schon. Alles mal mit. Hier eine Waffenwerkbank.
Oh, ich sehe schon Fusionskern. Das ist auf jeden Fall nett. Hier haben wir nichts weiter. Nein! Ah. Hau ich wieder rein. Verdammt. Das kostet immer Zeit. Das ist nervig. Jetzt habe ich das wieder angemacht. Hier wollen wir durch. Nicht rausgeschoben werden, sondern durch. Hier wieder ein Terminal. Das benutzen wir mal. Türfernsteuerung. Türe ausschließen. Entriege Türe. Nordend. Jetzt sind wir anscheinend draußen. Das ist der Notausstieg. Also ein bisschen was zu looten gab es zumindest nochmal. Ganz nett. Für zwischendurch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Carrington lösen. Wir müssen zu Stockton. Der ist im Bunker Hill. Das ist dieser Typ mit dem Anzug, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich schätze mal auch, dass wir bei der Railroad nicht mehr so viel machen können. Und die dann wollen, dass wir ins grüne Meer gehen. In dem verstrahlten Gebiet. Ah, hier ist zugekettet. Hier kam man also nur von innen raus. Hier waren wir aber so auch schon mal. Und Bunker Hill ist gegenüber irgendwo. Da. Achso, ja gut, wir können ja sowieso jetzt eben zu Fuß hin. Da ist ja eine Brücke. Looten tue ich jetzt nicht alles, das haben wir alles schon mal gemacht. Deswegen spare ich mir das gerade mal. Wir gehen direkt zum toten Briefkasten. Der ist hier vorne irgendwo. Werden wir aber schon finden. Bisher ist es noch sehr still. Die Frage ist, wie lange? Da ist der Briefkasten. Ich habe gerade gedacht, da wäre was. Hier ist auch ein Zeichen, also so ein Ausrufezeichen oder Pfeil. Stocktons Holoband. Dann gucken wir mal eben nach. Diverses. Stocktons Holoband. 10.000 Sachen, die wir hier gefunden haben im Laufe der Zeit. Dabei habe ich vor kurzem erst wieder alles entleert, so viel wie ging. Da. Update. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber. Aber es muss sofort gehandelt werden. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Das Paket. Was ist das Paket? Oder wer ist das Paket? Denn wir wissen ja, dass sie Sins unterstützen. Na, du schon wieder. Also willst du die Türe? Nein, will ich nicht. Tinkrum. So. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Gegenzeichen. Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Wieso? Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Wieso feminine Person? Brauchst du Hilfe? Ganz recht. So sieht's aus. Es ist immer schön, neue Freunde kennenzulernen. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Warum hier starten? Warum geht es für alle Pakete hier los? Bin mir nicht sicher, ob ich dir das sagen soll, wenn du dir das nicht selbst beantworten kannst. Bitte antworte. Ich helfe dir. Da könntest du doch zumindest meine Frage beantworten. Wenn ein Paket den Hersteller verlässt, geht es an einen bestimmten Ort. Dieser wechselt. Aber im Moment ist er hier. Werde ich also kompromittiert, trocknet die gesamte Lieferkette aus. Warum selber Ort?
Woher wissen Sie, wohin Sie gehen müssen? Wir haben einen Maulwurf, der Sie hierher schickt. Keine Ahnung, warum der Patriot sich für Bunker Hill entschieden hat. Der Patriot? Wer ist der Patriot? Ich glaube, ich habe bereits zu viel gesagt. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Und der Lieferung wechseln oder so gut wie erledigt? Ja komm, also wir können die Raider beseitigen. Dann muss ich also nur ein paar Raider umnieten? Schon erledigt. Ich mag dich jetzt schon. Wir sollen nachts liefern. Wir treffen uns also nach Sonnenuntergang, sobald du die unerwünschten Elemente beseitigt hast. Sichere den Treffpunkt und dann bei Nacht treffen. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder, wenn wir die Raider ausgeschaltet haben, die hier vorne irgendwo sind. Hilft bei der Verteidigung von Sunshine Tiding Kooperative. Nö, machen wir nicht. Wie gesagt, in 2 Tagen sehen wir uns wieder und bis dahin.